Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal KartoffelTV. Heute werden wir hier den Pyraminx lösen. Der ist eigentlich relativ leicht. Und ja, ich hoffe, ich kann euch den Pyraminx beibringen. Und ihr seht schon, es ist diesmal eine andere Kulisse wie bei den anderen Rubik's Cube Videos. Heute auch ist mein Pikachu dabei. Und ja, aber darum geht es gar nicht, sondern eigentlich nur um den Pyraminx. Und ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was zum Beispiel das hier bedeutet oder das hier, wie in den letzten beiden Videos. Nur diesmal werde ich es einfach nur mit Buchstaben sagen und nicht auf Englisch. Und ja, also hier ist R-R-Strich. Dann U-U-Strich. Und dann ist es verkehrt herum bei L, weil ihr seht ja, R geht nach oben. Aber wenn ihr hier die linke Seite nach oben dreht, ist es L'. Und das hier ist dann L. Also L, L'. Dann würde es natürlich noch hier hinten D und D' geben. Aber das brauchen wir für den Pyraminx mit dieser Lösungsart nicht. Ich werde den jetzt erstmal verdrehen und dann in normalen Tempo einfach mal so lösen, damit ihr seht, wie wenig Arbeit das erfordert. Also wirklich kaum. Also, ich werde jetzt auch nicht hier zu viel sagen. Ich mache ihn jetzt einfach mal so. Jetzt nicht allzu schnell. Damit ihr noch mitkommt. Also eigentlich bin ich natürlich schneller, aber damit ihr auch mal was seht. So, und schon seht ihr, der Pyraminx ist gelöst. Normalerweise müsste jetzt noch ein anderer Algorithmus kommen, aber sorry. Aber in dem Fall ist er einfach nicht gekommen. Das passiert manchmal, ist auch nicht weiterhin schlimm. Im Gegenteil, eigentlich ist es ganz gut. So, dann gibt es hier noch diese Mini-Pyramiden. Die könnt ihr einfach so drehen. Da brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht allzu viel erklären. Und ja, wenn ihr den 3x3 schon könnt, dann müsstet ihr eigentlich nur einen Algorithmus auswendig lernen. Wenn ihr den 3x3 noch nicht könnt, dann eigentlich nur zwei. Ja, ich werde den jetzt erstmal verdrehen. Und dann zeige ich euch die ersten paar Schritte. So, also ich orientiere mich hier immer an dem Markenzeichen. Und fange dann immer mit der unteren Seite an. So, ihr seht, es sind 1, 2, 3, 4 Seiten. Jetzt gucken wir mal, hier dieser oberste Stein, an dem könnt ihr erkennen, welche Farbe diese Seite haben soll, diese haben soll und diese haben soll. Wenn der Stein jetzt so liegt, dann soll diese gelb haben, blau und grün. Und ihr denkt euch jetzt, aber rot fehlt doch. Ja, klar, rot ist dann hier unten und damit fange ich immer an, weil rot ist auch relativ gut erkennbar und dann noch durch das Markenzeichen kann man sich da auch ziemlich gut orientieren. Also drehen wir den Würfel so, dass rot, also die Seite, die wir fertigstellen wollen, im Prinzip zu uns guckt. So, unser erstes Ziel sind die Centersteine, davon gibt es 3 Stück. Der hier, der hier und der hier. Um die bekommen, müsst ihr einfach nur hier einmal U drehen. Also wenn er jetzt hier wäre, einfach nur zweimal U oder halt einfach U'. Bei L genauso. Gut, jetzt kam er hier schon direkt, aber hättet auch zweimal L machen können. Und ja, hier war ja schon automatisch gelöst, wäre jetzt hier hinten, hätte ihr einfach so machen können und dann wäre er auch da. So, nochmal der Beweis, dass hier oder hier oder hier nicht rot sein kann, weil die Centersteine werden immer so gelöst. Jetzt müssten 2 Centersteine kommen, richtig, aber der dritte kommt nicht, den kriegt ihr nicht. Das liegt halt daran, dass die Centersteine immer an ihrer richtigen Stelle sein müssen und das erkennt ihr, wie gesagt, an dieser Mini-Pyramide hier oben. So, also drehen wir das Ganze wieder runter. So.
Und jetzt kümmern wir uns hier um die Kanten. So, beziehungsweise erstmal die Mini-Pyramiden könnt ihr mal richtig drehen. Die zwei waren jetzt schon richtig, aber der noch nicht. Und ja, zum Beispiel hier. Der grün-rote Kantenstein, der muss hier hin. Also den drehen wir ihn erstmal auf die richtige Seite. Das wäre dann schon so gemacht. Und dann könnt ihr euch natürlich denken, wir können ja hier die Seite öffnen, den hier einfügen und wieder runterdrehen. Dann müssten wir aber natürlich den hier nochmal flippen und das wäre viel zu viel Arbeit. Also machen wir das Ganze wieder rückgängig und legen den Kantenstein so, dass unsere Zielfarbe, in dem Fall rot, von uns wegguckt. In dem Fall nach rechts. Hätte auch nach links gucken können. So, also guckt rot von uns weg. Und dann machen wir einfach mal L'. Wir öffnen die linke Seite. Dann U, fügen den Stein ein. Und L, schließen wieder die linke Seite. So, ihr seht, ist richtig gedreht an der richtigen Stelle. Alles gut. Hier nochmal der Fall. Müssen wir ihn wieder so drehen, dass er weg von uns guckt. Und machen wir das gleich nochmal. Also L', Seite öffnen, Stein einfügen mit U, Seite schließen mit L'. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass der Stein schon richtig liegt, aber er im Prinzip noch geflippt werden soll. Dafür gibt es natürlich auch einen Algorithmus, den ich jetzt euch aber nicht zeigen werde, weil es gibt eine viel einfachere Variante. Und zwar einfach, indem ihr den Stein im Prinzip hochholt. Also fügen wir jetzt beispielsweise den Stein mal ein, also öffnen wir die Seite, fügen diesen Stein ein und schließen die Seite wieder. Jetzt ist unser gesuchter Stein oben. Jetzt können wir den Stein wieder zu der richtigen Seite drehen. Dann so den Kantenstein legen, dass er weg von uns guckt. Also rot guckt nach, in dem Fall nach links. Genau, jetzt ist es verkehrt herum. Dann öffnen wir die rechte Seite mit R, dann U' und R'. Ganz einfach. Und wir haben die rote Seite gelöst. Hier ist auch alles richtig. Und ja. So. Jetzt müssen wir es so machen, dass die Centersteine alle zueinander passen, weil hier ist ja zweimal gelb und einmal blau, zweimal grün und einmal gelb, zweimal blau, einmal grün. Und ja, da müssen wir einfach nur noch einmal herumdrehen und dann haben wir es auch schon. So, jetzt haben wir den Fall, dass der Stein schon richtig gelöst ist und die beiden schon richtig liegen und die dann nur noch geflippt werden müssen. Dafür gibt es den Algorithmus, den ich euch später zeigen werde. Aber ich werde jetzt erstmal versuchen, die Steine so zu legen, dass sie noch nicht richtig sind. So, jetzt liegen sie, also alle drei liegen falsch. So, und dann gibt es jetzt folgenden Algorithmus, den ihr bestimmt schon vom 3x3 kennt. Und zwar, wenn ihr das gelbe Kreuz beim 3x3 schon geschaffen habt, aber ihr es noch richtig legen müsst, also dass die Steine zueinander passen. Das kennt ihr bestimmt, das ist hier nur ganz leicht abgeändert. Und ja, ich zeige ihn euch einfach mal. Also, R, U, R', U, R, U, R'. So, jetzt kann es sein, dass einer dieser drei Steine richtig ist. Aber, wie bei uns der Fall ist, kann es auch sein, dass es immer noch nicht richtig ist. Und wenn das so ist, dann müsst ihr das gleich einfach nochmal machen. Also nochmal. R, U, R', U, R, U, R'. Jetzt könnte es natürlich sein, dass es immer noch nicht richtig ist. Bei uns ist es jetzt schon gelöst. Aber dann müsst ihr den Algorithmus einfach nochmal machen. Das ist dann, denke ich mal, kein Problem mehr. Und ja, jetzt kommt der Algorithmus zum Kantenflippen. Der ist eigentlich ganz easy. Da müsst ihr einfach den richtig gedrehten Stein so halten, dass er im Prinzip wieder weg von euch guckt, dass ihr den nicht seht. Gedreht ist. Und ja, die beiden Steine müssen dann so liegen,
dass sie halt, dass der eine links von euch ist und der andere rechts und der gelöste hinten. Also nicht so, nicht so, sondern so. Und da machen wir folgenden Algorithmus. L, R-Strich, L-Strich, R, U-Strich, R, U, R-Strich. Und jetzt haben wir den Pyraminx gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde es möglichst schnell beantworten. Und ja, lasst doch mal gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao!